Unter dem Motto Einsatz für die Gemeinden, Einsatz für den Bezirk präsentierte die Oberösterreichische Volkspartei Bezirk Christkirchen bei der Pyramide am Etzinger Hügel in St. Agatha ihre Kandidaten für die Landtags- und Bürgermeisterwahlen am 27. September. Damit ist die Oberösterreichische Volkspartei im Bezirk Christkirchen die einzige Partei, die in allen Gemeinden antritt und einen Bürgermeisterkandidaten stellt. Was hat man sich für die Wahl vorgenommen? Bei uns steht eigentlich der Auftrag im Namen Volkspartei. Das heißt, wir haben auch mit unseren Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten die Breite der Bevölkerung sowohl in den Generationen als auch in den Sparten und auch in den Entwicklungen abgebildet. Wir erwarten uns, dass wir gestärkt aus dieser Wahl herausgehen. In den letzten 6 Jahren konnten wir zeigen im Bezirk, dass mit der Arbeit der Bürgermeister in Verbindung mit der Unterstützung des Landes wirklich viel möglich war. Ganz einfach wieder mindestens unsere 29 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu stellen und einige dazu zu gewinnen. Das ist das Ziel für den Bezirk Christkirchen, wo ich ja auch zu Hause bin. Und es macht wirklich Freude, gerade heute hier mal zu sehen, welche Kraft da ist und welche tolle Ideen dahinter stehen. Und ich habe mit all diesen Gemeinden, mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in der Vergangenheit ja schon eng zusammengearbeitet. Wir haben Schulen saniert, Kindergarten gebaut, neue Krabbelstuben eröffnet. Wir haben im Jugendbereich, gerade wenn es um die Mitbestimmung gegangen ist, viele neue Projekte auf den Weg gebracht. Und das wünschen wir uns einfach, dass wir diesen Erfolgsweg gemeinsam weitergehen können. Ja, wir haben uns speziell vorgenommen, dass jeder Bürgermeister mit seiner Mannschaft in seiner Gemeinde einmal erstens dafür wieder umschaut, dass das geschieht, was in der Gemeinde wichtig ist, was die Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Gemeinde brauchen und was die Entwicklung unserer Region insgesamt damit auch vorantreibt. Und da gibt es also die verschiedensten Überlegungen und insgesamt ist das ein sehr buntes Bild, ein Mosaik, das sich gut zusammenfügt und an dem werden wir in den nächsten 6 Jahren gemeinsam arbeiten. Für Galsbach haben wir sich vorgenommen, dass wir eine Stichwahl schaffen, weil es sind 3 Bürgermeisterkandidaten stehen zur Verfügung und wir hoffen, dass wir eine Stichwahl irgendwie zustande bringen. Also für die Stadt Christkirchen haben wir uns vorgenommen, natürlich den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin wieder zu stellen und wir haben uns auch vorgenommen, auf alle Fälle den Vierer wieder vorn zu haben und alles, was drüber geht, ist für uns ein weiterer Erfolg. Mit diesem bunten Mix aus Jugend, Erfolg und Ideenreichtum sollte die Oberösterreichische Volkspartei am 27. September das von ihnen ausgegebene Wahlziel wohl erreichen. Musik